Hallo. Kannst du mich hören? Der Rundgang hat die Bedeutung, dass man nach zwei Semestern, also einmal im Jahr, sich die Arbeiten anschaut, also die Studierenden, und den Ist-Zustand quasi reflektiert. Und das ist sehr, sehr wichtig. Einmal, dass man selber als Künstler, als Student in dem Fall, Studentin, diese Klarheit gewinnt, um dann wieder in die Zukunft zu blicken und wieder einen freien, klaren Blick zu haben. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Rundgangs. Natürlich ist es auch wichtig, dass man die Professoren, alle Beteiligten und die Studierenden natürlich auch gucken, wie ist der Stand in den anderen Klassen. Es ist natürlich auch ganz wichtig, sich zu vergleichen oder sich zu positionieren und zu sehen, wie sieht es bei den anderen aus, wie sieht es bei mir aus. Das ist sehr, sehr lehrreich. Beide sind aus der Klasse Schmidt. Und hier bei diesem Rundgang geht es um eine eher konzeptuelle Herangehensweise in Richtung einer erweiterten Malerei. Das fällt vielleicht auf den ersten Blick nicht auf, aber die Wand ist ganz zart rosa, also wirklich ganz subtil angemalt, und wir brechen sozusagen ganz zart und vorsichtig aus dem White Cube heraus und beschäftigen uns damit so ein bisschen, was macht das mit dem Betrachter? Das verwirrt vielleicht auch ein bisschen, so ist das jetzt weiß oder doch nicht? Liegt das an mir oder an der Wand oder an den Bildern? Und das ist vielleicht so unser Hauptthema gerade. Was mir auffällt, wenn ich so rumgehe, ist, dass es sehr viel sehr, sehr gute Malerei gibt, also guten Umgang mit dem Zweidimensionalen. Und was ich ja immer wieder fantastisch finde, ist, ich glaube, es gibt hier an der Akademie 350 Studenten, planetarisch aus allen Nationen irgendwo her, ist ja rund die Kugel, ne? Und mein Leben war immer geprägt von Neugier. Und das Neue, das, was sie hier gierig machen wollen, das ist spürbar, das ist großartig. My name is Xu Jie. I come from Shanghai, China. 4 years ago, I come here to Minster as an exchange student. Then I find here is very interesting. So education system and everything is very interesting for me. This is my second Hong Kong time. So the Hong Kong is a very interesting thing for me. It's a very important thing to me. And this one is for me. It's a new trying. It's about performance on the painting and the live painting together. Yeah, I hope everyone will like it. Also das Thema der Ausstellung hier in unserer Klasse ist Behausung. Und dann dürfte jeder von uns überlegen, was er zu dem Thema gestalten möchte. Jede Person empfindet das irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und dann habe ich mich gefragt, was denn wohl Leute als Zuhause bezeichnen würden, die eben kein Zuhause mehr haben oder sich bewusst dagegen entschieden haben, in vier Wänden zu leben. Wird es immer später und später, und dann denke ich mal, suche ich mir mal eine gemütliche Bank, und dann sitze ich mich hin und trinke ein paar Bierchen. Und ja, und wenn ich dann so sitze und mir einen Schlafsack dann noch auslege, dann kann ich auch da übernachten. So, komm mal. Jetzt haben wir's. Wir haben halt in der Klasse ein Überthema, und das ist Behausung, und wir haben halt auch, wir haben versucht, einfach diesen Raum so abzuschotten, dass er für sich alleine, ganz alleine funktioniert und man vielleicht auch in so eine Zeitblase reinkommt, wo man nach zwei Stunden vergessen hat, dass man sich eigentlich in der Klasse Löbbert befindet, die sich in der Kunstakademie befindet, wo Rundgangseröffnung ist. Also ich komme aus Dortmund, aus Ruhrgebiet, und irgendwie ist das für mich im Heimatbegriff einfach drin. Also ich bin früher mit Papa war ich mal im Erntekranz. Das ist bei uns so die Kneipe im Kleingartenverein. War dann mal Pfeile spielen, irgendwie Skat spielen und so. Und das ist für mich einfach komplettes Heimatgefühl, wenn ich hier bin.
Ja, interessant ist natürlich auch, dass man dann die Möglichkeit hat, mal Stimmen und Resonanzen von außen zu bekommen, weil für diese Tage des Rundgangs kommen sehr, sehr viele Besucher und die geben uns auch Rückmeldungen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch, mal vielleicht auch zu diskutieren mit Menschen, die sich mit der Kunst beschäftigen und dann daraus auch eben zu lernen. Ich war vernehmlich überrascht, dass es unglaublich viel Arbeit gibt, gute Arbeiten dabei. Und auch diese Mischung mit dieser Klasse-Präsentation und dann diese Ausstellung zusammen, das war viel, muss ich sagen. Wir haben halt zusammen diese Idee des Nests gehabt oder halt eines Ortes, wo Studierende, Besucher und Besucherinnen und auch möglicherweise Gäste, die wir dann auch tatsächlich einladen konnten, zusammenkommen können und einfach ein Ort, wo man sich treffen kann, weil das haben wir immer festgestellt, dass das fehlt. Was schön ist natürlich, dass in der Mitte dass diese Diskussion Fläche gibt und dass man ein bisschen mehr Austausch macht. In diesem Fall ist es auch gut, dann ein bisschen tiefer in die Arbeit gehen, dass nicht nur eine Arbeit anschauen kann. Und da ist möglicherweise auch diese Diskussion auch wichtig, dass man ein bisschen das Gefühl für die Studenten selbst erlebt.